Die Traktoren von Schlüter gehören noch heute zu den bekanntesten Landmaschinen. Besonders Liebhaber setzen die Technik aus Bayern bis heute ein. Seitdem das Schlüterwerk im Jahre 1993 geschlossen wurde, versuchten sich diverse Pioniere an einem inoffiziellen Nachfolger des Modells Supertruck. So auch Markus Liebherr, seines Zeichens Sohn des Baumaschinenherstellers Hans Liebherr. Satte 300 PS leistet sein Prototyp, der Litrak 300. Unter der Haube arbeitet ein 6-Zylinder Liebherr-Motor mit 9,9 Litern Hubraum. Mit einer serienmäßig gefederten Vorderachse, einem drehbaren Fahrerstand und einem stufenlosen Getriebe war die Technik des Trucks wegweisend. An der Maschine sind vier Räder der Größe 580, 70, R42 montiert. 5 hydraulische Steuergeräte, 1000 Liter Tankvolumen und 10 Tonnen Hubkraft im Heck runden den Gesamteindruck des Traktors ab. Die erprobten Getriebe brachten jedoch vermehrt Schwierigkeiten, sodass das Projekt nie Serienreife erreichte. Lediglich 5 Prototypen existieren heute noch weltweit. Darüber hinaus wurde im Hause Mali auch an weiteren Spezialfahrzeugen gearbeitet, bevor das Unternehmen im Jahre 2012 Insolvenz anmeldete.